Ach, dann nehmen wir doch mal dieses ganze Studio ein. Und passenderweise sprechen wir übrigens heute auch über Rock'n'Roll. Auch schön, dass du deine Schuhe jetzt hast. Ja. Sehr entspannt. Ja. Vielleicht machen wir heute, wir sind ja schließlich unter uns, vielleicht stellen wir einfach die Regel auf, dass wir die Schuhe ausziehen dürfen, wenn wir wollen. Die sind eh immer so unmöglich. Okay. Zum Ende der Sendung sollten wir das unbedingt tun. Liebe Zuschauer, gut. Rein optisch sind wir sehr weiblich, inhaltlich, aber natürlich kriegen Sie das volle Programm, alles, was wichtig ist an diesem Morgen hier bei uns im Frühstücksfernsehen. Schön, dass Sie wach werden mit uns. Illegal nach Deutschland per Fernbus. Eins unserer Geld natürlich. Nein. Hallo. Ich werde mir meine Meinung am Ende der Sendung bilden. Am Ende erst, ja. Ja? Verstehe, verstehe. Weil wir werden ja noch Matthias Reim da haben. Vielleicht kann der dir ja da noch mal so einen kleinen Input geben. Ja, der hat ja auch eine Erfahrung. Genau, negativ wie positiv in Sachen Geld und Liebe. Der kann, glaube ich, viel darüber berichten, über Geld und Liebe. Wir kommen zum Wetter, liebe Zuschauer. Flensburger und Stralsunder, die kriegen heute Vormittag. Ich jetzt gerade gar nicht mehr. Der Jan, der sehr lange im Urlaub ist. Der mit dem Fernbus, wer weiß, wohin gereist ist. Ne? Verrückt. So, kommen wir zu Reisen per Fernbus. Es gibt leider auch oft Illegale, die dort nach Deutschland kommen. Genau, immer mehr Einwanderer und Flüchtlinge aus Kriegsgebieten oder Krisenländern versuchen nämlich auf dem Weg mit dem Fernbus nach Deutschland zu kommen. Allerdings natürlich meist ohne gültige Papiere. Ja, und wir haben zwei Beamte von der Bundespolizei Aachen bei ihrer Kontrolle. Schön sein. Ich habe ja tatsächlich meinen allerersten Schwarm, als ich noch ganz jung war, auf meiner allerersten Disco nach Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht, aufgefordert. Was er aber ganz schrecklich fand, hat er mir im Nachhinein erzählt. Ola, und dann kamst du. So, verdammt, ich lieb. Aber er hat mit mir getanzt. Und es ist tatsächlich was geworden. Siehst du, Rock'n'Roll und Schlager vereint. Und heute wollen wir das auch so ein bisschen vereinen. Ja? Also, wir wollen heute mal alle zusammenbringen. Matthias Reim bei uns auf der Couch. Ich glaube, es wird sehr romantisch. Ja. Denn der Mann kann wirklich ein bisschen was erzählen von seinem Leben. Der weiß, wie das Showgeschäft funktioniert. Es kann brutal sein. Es geht nach oben oder es geht nach unten. Alles hat er schon erlebt. Und er hat sich eben nie zermürben lassen. Und wir freuen uns sehr, sehr, dass Matthias Reim heute Morgen bei uns ist und nicht nur darüber spricht, wie man eben so in hohem Alter noch mal Vater und Opa in einem Schlag wird. Ja, und eben auch über seine Probleme, die er hatte, finanziell. Ne, ganz ehrlich, Matthias Reim bei uns im Studio, dann haben wir sogar noch ein Känguru-Baby, ein ganz echtes, hier bei uns im Sat.1-Frühstücksfernsehen. Der Mann, Matthias Reim, hat alle diese Erlebnisse, die wir hier angedeutet haben, hat er schon gehabt. Er hat das Schlimmste erlebt in Sachen Finanzen. Er hat Höhen und Tiefen in der Branche und auch mit Frauen erlebt. Auch in der Liebe. All das wollen wir natürlich mit ihm besprechen. Ich bin sehr gespannt, wie er sich da wieder hochgekämpft hat, wie es ihm heute geht. Und was natürlich auch mit diesem ominösen Kind, was da plötzlich auftauchte. Wie ist der Kontakt da eigentlich heute? Wie man innerhalb von einem Tag zum Vater und zum Großvater werden kann, das muss er uns erklären. Gleich bei uns jetzt die Nachrichten. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Morgen. Champagner, Millionen, schweres Konto, dickes Auto. Aber dafür den Partner dann? Niemals, nee. Nein. Wir Mädels sind ja total romantisiert. Ja, wir stehen auf Mann, Kind, ne? Und Familie, Haus, Liebe. Kleines Häuschen. Es muss ja auch nur eine Datsche sein, weißt du? Völlig egal. Hauptsache der Mann ist toll. Ja, aber deswegen sind wir total schockiert, denn die Hälfte der Berliner will lieber Luxus statt Liebe, laut einer aktuellen Studie. Ja, das müssen wir jetzt natürlich hier im Studio direkt mal prüfen, liebe Marlene, im Außenstudio. Diese Studie übrigens gilt wohl für ganz Deutschland, denn ja, die Menschen besagen, dass es tatsächlich überall so gilt. Frankie, wie ist es denn bei dir? Wir haben ja nur Männer heute im Studio, fast nur Männer, und alle sehr gut aussehen. Ich muss euch gleich mal fragen,